Okay, letzte Sitzung, letzte Sache, ein klasse Hausaufgabe, Hausübung, so, oder Übung, oder egal, wo du das machst. Ja, so, okay. Lokomotiv, ne, oder Massenpult. Es geht darum. Aber nur in einem Zeitfenster oder Zeitintervall oder eine Zeitspanne von 0 bis 9 Sekunden, ja, 9 Sekunden, die Bewegung von dieser Lokomotive. Was wir wissen, ist folgendes: Die Lokomotive startet bei 0 Meter, verharrt sich 3 Sekunden lang im Ruhezustand, dann legt er sich los, setzt er sich in Bewegung und 6, also weitere 3 Sekunden, also bis 6 Sekunden, also weitere 3 Sekunden, mit seiner Masse von 1000 Kilogramm wird er mit 2 Meter pro Sekunde auf 2 beschleunigt. Dann erreicht er bei 6 Sekunden eine Geschwindigkeit und er rollt weiter in einem gleichförmigen Bewegungszustand für die weiteren 3 Sekunden. Und dann Schnitt, wissen wir nicht, was danach passiert. Ja? Okay? Stellst du bitte diese Bewegung in diesem schönen 4 Koordinaten Systemen mit diesen schönen 4 Langemann-Funktionen, ja, Zeit, Weg, Zeit, Geschwindigkeit, Zeit, Beschleunigung, Zeit, Kraft. Hier schon da. Okay? Also, deine Übung. Also diejenigen, die das Glück haben, noch bis zum Klausur eine andere Stunde zu haben, ja, werden wir auch mal darüber reden. Hoffentlich werden alle diese Glück noch haben. Na gut. Die Zukunft ist nicht vorhersehbar. Also, ich wünsche noch euch einen schönen Abend oder Nachmittag oder morgen oder einen Tag. Es hängt davon ab, wann du diese Videos hier bis zu Ende geschaut hast. Bis zum nächsten Mal.